Eine Landkarte Skandinaviens aus dem Jahr 1539 enthält allerhand Sonderbares. Mittendrin finden wir einen Vielfraß. Wie dieser zum skandinavisch-deutschen Austausch beigetragen hat und inwiefern kulturelle Vorstellungen unser Wissen über dieses Tier prägen, das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Auf der Kata Marina des Schweden Olaus Magnus wird der Vielfraß gezeigt, wie er sich neben einem Skelett zwischen 2 Baumstämmen hindurchzwängt. Hier macht er seinem Namen alle Ehre, denn so kann er das zuvor Verspeiste schneller verdauen, um direkt darauf wieder fressen zu können. Im Kommentarband zur Landkarte, den Historien der mitnachtigen Länder, warnt Magnus vor sündhafter Völlerei, denn der Vielfraß sei von Natur also geschaffen zu einer Schand den Menschen, welche sich mit Speis und Trank also vollfüllen, dass sie es wiedergeben müssen, laufen dann wiederum zum Tisch wie eine Sau zum Trog, prassen und schlemmen Tag und Nacht aneinander. Anhand des Vielfraßes, der in Europa nur in Skandinavien heimisch ist, lassen sich außerdem mögliche frühneuzeitliche Kontakte zwischen dem deutschsprachigen Raum und Nordeuropa nachvollziehen. ForscherInnen gehen davon aus, dass das Wort Vielfraß vom norwegischen Fjellfross stammt, was wörtlich übersetzt Bergkater bedeutet. Aus dem Deutschen wiederum stammt das norwegische Wort Fillefrans, womit zum einen der Vielfraß, zum anderen ein Landstreicher oder eine lumpig gekleidete Person gemeint ist. Diese Begriffe verwenden wir auch heute noch. Im 2020 erschienenen Roman Järv ist der Protagonist einem Zoo lebender Vielfraß namens Fillefrans. Der Name wirkt fast zynisch, denn der Zoo ist massiven finanziellen Problemen ausgesetzt und kann sich das Futter für die Tiere nicht mehr leisten. Der Vielfraß verliert daraufhin sein Fell und wirkt immer lumpiger und verwahrloster. Das interessiert dich? Dann komm zu uns an die FAU.